Immer mehr Menschen verbringen ihre Freizeit zu Hause. Stimmt. Mit einem Computerspiel. Stimmt. In einer Welt, die nicht real ist, sondern virtuell. Stimmt. Es stimmt aber auch, dass es zu all diesen Tendenzen eine starke Gegenbewegung gibt. Menschen, die in den wildesten Verkleidungen und mit einer zum Teil etwas eigenartigen Sprache in die Vergangenheit reisen. Wie die Computerspieler tauchen aus jenen eine andere, eine fremde Welt ab. Nur eben nicht am Bildschirm, sondern, wie früher, Aug in Aug. Gabriele Rose über ein fantastisches Wochenende. Lügt ihr eben, das ist genau der Punkt. Wie habt ihr denn das Blut an eure Hände bekommen, wenn es trocken gewesen ist? Ha? Es sprach wieder auf, ja, ihr habt es selber gesehen. Gespannt verfolgt Armin die Gerichtsverhandlung. Es geht um Leben und Tod. Armin und seine Freunde Carsten und Susanne sind keine Schauspieler. Sie sind Anhänger des Live-Rollenspiels. Mehr als 2500 Fantasy-Freunde aus ganz Deutschland sind nach Hamburg gereist. Ihr Ziel? Die Convention 96. Zwei Tage lang können sie in Fantasiewelten leben. Rollenspiel ohne Grenzen. Du kannst Ideen ausleben. Du kannst den Moment erleben, den du dir im Buch immer gewünscht hast. Du bestimmst die Handlung eines Romans, wenn du so willst, der erzählt wird, selber. Und zwar nicht alleine, sondern als Gruppe, als Team. Aus den Gruppen ist eine Bewegung geworden. Und die Zubehörindustrie versorgt den wachsenden Markt mit Requisiten. Abtauchen in andere Welten. Kein Aufwand ist zu groß, um Gruselmythen und düstere Fantasieszenarien zum Leben zu erwecken. Live-Rollenspiel. Das ist mehr als nur Maskerade. Für manche ist es geradezu eine Art privater Wissenschaft. Mich interessiert halt der Hintergrund. Ich bin sehr Mittelalter interessiert, geschichtlich interessiert und probiere auch so ein bisschen dadurch ein bisschen näher in die Zeit halt reinzukommen. In die Zeit reinkommen. Dafür braucht man vor allem ein passendes Kostüm. Und das nähen sich viele selbst. Zum Beispiel Susanne, im wirklichen Leben Großhandelskauffrau. Sie hat sich in eine keltische Kriegerin verwandelt. Die Männer tragen dann ganz authentisch ihre Röckchen. Und weil Frauen in Röckchen dann eher so aussehen, als würden sie zum Nachmittagstee gehen, habe ich mir eben überlegt, ich trage eine Lederhose und eine Weste dazu. Für die Recken Armin und Markus gilt, dabei sein ist alles. Nicht auf den Sieg kommt es an, sondern darauf, möglichst perfekt in seine Rolle zu schlüpfen. Live-Rollenspieler halten sich an strenge Regeln, die in dicken Büchern zusammengestellt sind. Nicht rohe Kraft soll den Ausgang eines Spiels entscheiden, sondern Köpfchen. Es ist rein von der Gewitztheit des Spielers abhängig, wie eine Situation besteht. Das Szenario ist vorbereitet. Armin, der Spielleiter, weiht Susanne in die Geschichte ein. Du spielst als Rolle die Tochter von einem reichen, aber leider todkranken Kirschner. Es ist ein bisschen anspruchsvoll, weil das ganze Spiel, was wir gleich machen, wird einfach nur die Versammlung zwei Tage nach diesem Mordtag sein. Susanne fügt sich in die Rolle, die Armin ihr zuweist. Sie wird diesmal eine Mörderin spielen und die Versammlung hat die Aufgabe, sie zu entlarven. Flugs wechselt Susanne ihre Identität. Aus der keltischen Kriegerin wird im Umkleideraum eine Handwerkertochter aus dem Mittelalter. Mitsommernachtstrauma heißt das Stück. Susanne liest sich ein. Die Ausgangssituation ist vorgegeben, aber die Dialoge und den Ausgang der Geschichte müssen die Mitspieler selbst erfinden. Ist dies der Dolch, den ihr aus eurer Tochter gezogen habt? Das ist der Dolch. Großgericht, ich als Schmied verstehe was von Waffen. Und ich kann schauen, ob das ein Dolch von edler Arbeit ist oder irgend so ein Gebrauchswerkzeug. Ne? Ich habe keine Tat. Moment, Bauer, ja? Ihr kommt noch einmal zu mir und verlangt nach dem Flug. Ne? Die Zeugen und das Gericht versuchen stundenlang, Susanne mit geschliffenen Worten den Mord nachzuweisen. Doch die Indizien reichen nicht aus. Susanne kann aufatmen. Sie kommt mit dem Leben davon. Die Waffen des Scharfrichters und der wilden Ritter können für diesen Abend schweigen. Bis zum nächsten Live-Rollenspiel.